Gott und herzlich willkommen zu einem Webinar der Börse Frankfurt zusammen mit Christian Schlegel von Schlegel Trading heute. Ich freue mich sehr, dass diese Veranstaltung jetzt hier stattfinden kann. Ich bin heute mal nicht auf dem Parkett, das nächste Mal wieder, sondern im Hauptquartier der Deutschen Börse hier in Eschborn. Hinter mir tatsächlich, das ist eine Live-Veranstaltung. Sehen Sie die Kollegen nach Hause gehen, da fahren Fahrstühle hoch und runter. Das Schöne daran, Live-Veranstaltung bedeutet, Sie können Fragen stellen. Sie haben rechts ein Panel, da geben Sie dann Ihre Fragen ein während des Webinars. Die wird Herr Schlegel dann nach Möglichkeit beantworten oder aber im Nachgang. Und wenn Sie sonst noch Kommentare haben, auch geben Sie das einfach da ein. Das kommt alles bei uns an. Sie haben jetzt ungefähr eine Stunde Zeit oder uns ist eine Stunde vorgenommen. Zuerst wird Christian Ihnen ein bisschen was erklären, grundsätzlich über den Bewegungshandel und danach genau jenes Wunschkonzert veranstalten und ihre Einzelwerte analysieren, die sich selbst im Vorfeld sich gewünscht haben. Was alles dran kommt, das erklärt er gleich selbst und deswegen übergebe ich direkt und ich wünsche Ihnen eine ganz, ganz spannende Stunde mit einigen Überlegungen. Danke. Danke sehr. Schönen guten Abend, liebe Damen und Herren. Freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wir haben heute ein spannendes Thema: Bewegungshandel und Wunschkonzert. Ich stelle es mir so vor, dass der Bewegungshandel, da brauche ich ungefähr 17 bis 22 Minuten und danach kommen die Aktien dran. Ich werde Ihnen dann auch eine Liste zeigen, dass Sie genau wissen, wann die Aktie, die Sie sich gewünscht haben, drankommt. Aber da kommen wir noch dazu. Ich schalte jetzt meine Kamera auch aus, weil Sie sollen sich ja auf den Text konzentrieren. Und macht das hier direkt mal groß. Voilà, dass Sie alles sehen. Bewegungshandel und Wunschkonzert. Für die Leute, die mich noch nicht kennen, ein paar Worte zu mir. Und zwar, ich bin Börsenhändler, also zugelassener Händler seit 1987, war selbstständig von 1994 bis 2004. Während dieser Zeit überwiegend auch Market Maker an der Eurex in verschiedenen Werten, Thyssen, Deutsche Bank, Siemens, Commerzbank und auch dem Index. Ich habe einen eigenen YouTube-Kanal. Viermal die Woche mache ich da verschiedene Analysen, sei das über Indizes oder auch mal über Gold, über Einzelwerte. Unter meinem Namen finden Sie den. Und außerdem, last but not least, bin ich Trader-Coach, aber auch Trainer. Da bin ich sehr stolz drauf bei der Capital Markets Academy der Deutschen Börse AG. Die haben ein sehr schönes Programm. Können Sie mal googeln. Capital Markets AG, Capital Markets Academy. Die haben ein sehr, sehr schönes Programm. Da findet man eine ganze Menge Abendprogramme, Tagesprogramme, Wochenende, mittlerweile Wochenende nicht. Auf jeden Fall sehr viel und sehr schöne Sachen zu einem sehr vernünftigen Preis. Wir hatten bereits ein Webinar und zwar war das der Trendhandel. Das will ich Ihnen ganz kurz, und damit gehen wir schon mitten rein, nochmal in Erinnerung rufen. Frau Vogt und ich haben uns überlegt, dass wir eine Serie machen. Das heißt, es wird in 4 Wochen, heute ist der Bewegungshandel, und in 4 Wochen geht es um die Bollinger Bänder. Und wenn Ihnen das, was wir hier machen, auch mit dem Wunschkonzert zusagt, dann bitte ich Sie hinterher um ein Feedback. Und in 4 Wochen, wie gesagt, das ist dann Bollinger Bänder, in auch ungefähr 20 Minuten. Und Sie können sich erneut Aktien wünschen. Und dann wollen wir das in einer gewissen Regelmäßigkeit machen. Beim letzten Webinar, ich weiß jetzt gar nicht, wann das war, das ist, glaube ich, 2 Monate her, ging es um den Trendhandel. Und ich möchte es jetzt eigentlich nur an diesem Aufwärtstrend hier mal erklären. Der Trendhandel ist so, dass eine Aktie irgendwann einen Trend beginnt, kommt bis zu einem bestimmten Punkt. Und ich sage immer wieder, jedem Wert, jedem Gut, dem man Preis unterliegt, das unterliegt auch einer Korrekturphase. Immer. Ob das Aktien sind oder Rohstoffe oder Rotwein oder Immobilien oder halt die berühmten Dalmatiner-Welpen, wenn mal irgendwann wieder ein Film kam. Dann nach dem Film steigt der Preis und dann geht es auch wieder runter, bin ich auch mal reingefallen. Wie auch immer, wir warten diese Korrektur ab und erst in diesem Moment hier entsteht, laut dem Trendhandel, das können Sie sehr schön nachlesen, auch bei Charles Dow, fängt der Trend, setzt sich der Trend weiter fort. Und in diesem Moment erhalten wir ein Kaufsignal und in diesem Moment können wir auch sagen, dass wir hier Zahlen vergeben. Und zwar hier fängt der Trend an, ist 1, dann ist das neue Zwischenhoch, ist die 2. Und das Zwischentief ist die 3. In dem Moment, in dem wir hier das Kaufsignal erhalten, setzen wir einen Stop unterhalb von dem letzten 3. Der Wert steigt weiter. Wir haben keine Ahnung bis wohin. Wir können es nicht sagen. Aber auch hier kommt wieder irgendwann eine Korrektur. Das ist diese schöne Treppenform, die Sie immer mal wieder im Chart sehen. Die gibt es nach oben, aber auch hier nach unten. Gar keine Frage. Es kommt wieder eine Korrektur. Wir erhalten ein neues Kaufsignal. Und wir können dann auch wieder sagen, das ist der Punkt 2, der Punkt 3. Und wir können den Stop hochziehen von hier nach da. Der Wert geht weiter hoch, er macht das, was wir wollen, er steigt, wir freuen uns bis zu einem gewissen Punkt, erneut die Korrektur, hier wird sie eingestellt, beziehungsweise geht hier weiter und wir können den Stop erneut hochziehen von hier nach da, bis wir irgendwann hier ausgestoppt werden. Und
Das war nur noch mal, um das in Erinnerung zu rufen, was es früher war, was wir also vor 2 Monaten mit dem Trendhandel gemacht haben. Ich gehe jetzt, wie gesagt, nur auf den Aufwärtstrend ein und nicht auf den Abwärtstrend. Der Unterschied ist lediglich, Aufwärtstrend ist, benutze ich Zahlen, und beim Abwärtstrend, um das deutlicher zu machen, benutze ich Buchstaben. Und jetzt gehen wir schon hier in den Bewegungshandel. Der Bewegungshandel hat die gleichen Voraussetzungen wie der Trendhandel. Wir sagen, ich brauche eine Fortführung des Trends, sei es nach oben durch das Überbieten dieses alten Zwischenhochs hier, das war das 2, oder durch das Unterbieten des Bs. Das wäre also dann dieser Fall hier. Wir kommen hier runter, wir korrigieren, wir setzen auf und wir unterbieten das letzte B und setzen den Abwärtstrend fort. Das sind also das die Grundvoraussetzungen. Diesmal, der Bewegungshandel ist nicht für Seitwärtsphasen geeignet. Wie Sie solche Seitwärtsphasen feststellen oder entdecken können, das ist nicht Thema von diesem Webinar. Aber dafür 2 Stichworte. Das eine sind die Bollinger Bänder, und da reden wir in 4 Wochen nochmal drüber. Und das zweite sind die sogenannten Außenstäbe. Das sind, wie ich finde, recht gute, sagen wir mal, Mittel, um festzustellen, ob eine Seitwärtsphase bevorsteht. In diesem Chart sehen Sie den DAX. Und es ist ein Tageschart. Das soll sagen, eine Kerze, ein Tag. Wir sind im Begriff, dieses 2 hier, dieses Zwischenhoch, zu überbieten. In dem Zusammenhang muss ich Sie eigentlich auf eins hinweisen, was mit dieser Orderaufgabe zu tun hat. Denn sowohl der Trend als auch der Bewegungshandel, der ist im Tageshandel, also im Daytrading, aber auch im Handel über den Tag hinaus einsetzbar. Bei einem Trade, den Sie, sagen wir, eingehen auf Basis einer Tageskerze, wird sie nicht so viel ausmachen, ob Sie da ein paar Punkte oder ein paar Cent mehr zahlen. The View ist auf mehrere Tage oder Wochen oder vielleicht sogar auf Monate ausgerichtet. Beim Daytrading ist es anders. Da kommt es manchmal auf ganz wenige Punkte an. Und mal angenommen, das hier wäre ein 5-Minuten-Chart. Dann ist es so, dass Sie bei der Orderaufgabe wirklich aufpassen müssen. Mal angenommen, das ist jetzt 12.000. Wir sind ja jetzt momentan, ich schaue gerade eben bei 11.700, sind wir überhaupt noch bei 700? 11.700 umgerade, jetzt sehe ich es gerade eben hier nicht, wird gerade verdeckt, mit dem Index. Also angenommen, das hier ist der Einstoppunkt 12.000. Erstellen Sie die Order so, dass Sie nur maximal bis 12.010 kaufen im Daytrading. Es kann Ihnen nämlich passieren, dass Sie nicht an erster Stelle stehen mit Ihrem Buy-in oder an 15., sondern sagen wir mal an 325. Und dann würden Sie das hier kaufen irgendwo bei 12.045, und glauben Sie mir, das wollen Sie nicht. Also da müssen Sie im Daytrading wirklich sehr aufpassen, weil das kann ganz, ganz schnell dahin gehen. Ist mir auch schon mal passiert, weil ich einfach nicht mit gerechnet habe. Der Bewegungshandel, das ist ein aktives Management der Position, muss man sagen. Und wir kümmern uns jetzt nur mal um diesen Teilbereich in der nächsten Folie. Ich lasse das hier alles weg. Ich habe es nur gemacht, damit Sie sehen, wo kommt diese gestrichelte Linie her. Und das ist jetzt der eigentliche Bewegungshandel. Sie werden überrascht sein, wie wenig Slide ich habe. Das sind ganz, ganz wenig. Also, in dem Moment, in dem, das ist die gestrichelte Linie, in dem Moment, in dem Sie ein Signal haben und Sie kaufen, sagen wir, um 17.15 Uhr oder um 17.30 Uhr und nehmen den Markt mit und kaufen ihn, müssen Sie ihn, solange noch die Kerze noch nicht fertig ist, müssen Sie den Stop eine Kerze voransetzen. Das ist der sogenannte Stop-Loss 1. Hier, also eine Kerze davor. Wenn die Kerze fertig ist, und es war eine positive Kerze, die die vorangegangene überboten hat, können Sie noch am gleichen Tag den Stop auf 2 nehmen. So wird das SL1, SL2 und Sie sind ein bisschen näher dran. Wenn diese Kerze, die nächste Kerze, ich gehe jetzt hier aufs nächste Bild, auch positiv ist und diesen gesamten Körper hier, also Docht und Lunte, die gesamte Handelsamplitude überbietet mit Schlusskurs, können Sie den Stop hochnehmen von hier auf den SL3, aus 2 mit 3 und setzen ihn hier hin. Das ist ein ziemlich schönes Gefühl, weil in dem Moment denken Sie, ach, ich bin jetzt erst schon mal vorne und da kann eigentlich nicht allzu viel passieren. Jetzt passiert es aber, weil gerade bei diesem Schaubild, dass wir eine sogenannte Innenkerze haben. Das heißt, diese Kerze hier wird zu einem sogenannten Außenstab. Man nimmt die Schatten, also Docht und Lunte, wie gesagt, die gesamte Handelsamplitude. Und wenn die folgende Kerze innerhalb dieser Handelsamplitude schließt, was sie hier tut, dann müssen Sie den Stop wieder 1 zurückziehen. Und das ist psychologisch hochinteressant, was da passiert, oftmals mit Menschen. Da müssen Sie sehr aufpassen, denn Sie lagen hier schon vorne
Also rein theoretisch, sie hätten es auch verkaufen können, sie lagen sogar deutlicher vorne. Und auf einmal zwingt sie der Bewegungshandel, das eine Kerze zurückzunehmen, wieder in den Verlust. Sollten Sie hier gestoppt werden, haben Sie einen Verlust. Beobachten Sie sich mal. Da geht jeder anders mit um. Das ist also hochinteressant, aber das ist die Theorie und Praxis des Bewegungshandels. Jetzt ist es so, wir gehen ins nächste Bild. Der Stop, den haben wir von SL3 hier runtergelegt. Mussten wir machen, liegt also hier. Jetzt kommen weitere Innenstäbe. Hier zum Beispiel, der hier auch nochmal. Und ich kann den Stop nicht verändern. Ich muss ihn da lassen. Aber dann kommt die Erlösung. Der Markt geht hoch, überbietet diese Handelsamplitude. Und wir können den Stop hochnehmen von hier unten bis hier hinten dran, wenn diese Kerze beendet ist. Bis hierhin. Na, das ist also schon mal, wenn ich sowas im Daytrading mache und habe ab und zu mal ein Live-Trading gemacht, dann war das immer sehr lustig bei den Teilnehmern. Können wir jetzt an Rauchen gehen? So können wir mal kurz Pause machen. Es war so interessant, das zu beobachten. Und jeder ist da letztendlich anders. So, die nächsten Kerzen entwickeln sich in ihrem Sinn. Das heißt, wir haben hier sogar einen Aufwärtsgap. Und der Markt steigt weiter und Sie können den Stop legen von hier, von dem ehemaligen S4 hier, auf S5. Bis dahin können Sie legen. Und die nächste Kerze wird auch wieder positiv. Sie können ihn nochmal hochnehmen. Und dann kommen wieder diese Innenkerzen. Und wenn eine Innenkerze kommt, muss man den Stop wieder 1 zurücklegen. Bis hierhin. Das müssen Sie machen. Das ist so das System. Und da wird dann in diesem Fall der Stop sogar ausgelöst. Manchmal ist es ärgerlich. Natürlich, der war hier deutlich drüber. Aber das ist, ich muss es leider so sagen, das ist Börse. Ja, gehen Sie nicht davon aus, dass Sie immer die Hochkurse erwischen oder die Tiefkurse beim Kaufen. Das bringt nichts. Das hat also überhaupt keinen Sinn. Das habe ich also schon vor langer Zeit aufgegeben. Aber natürlich ist es ärgerlich, aber grämen Sie sich nicht. Denn wenn Sie das tun, Sie haben die Position von hier unten mitgenommen, von hier bis dahin, ist das ein anständiger Ertrag. Da nochmal was draufzusetzen, ist zwar schön, aber es ist nicht die Regel. Ja, und wenn Sie sich dann da selbst kasteien, sagen, hätte ich doch, dann wären Sie nie glücklich mit irgendwelchen Trades an der Börse. Wenn man sich oder wann man sich entweder für diesen Trend, was ich vorher gezeigt habe, oder der Trendhändler hätte hier gekauft und hier seinen Stop reingelegt, der wäre hier in dem Moment noch gar nicht ausgestoppt. Sein Stop liegt hier unten. Der würde jetzt warten, bis hier die Korrektur kommt und hoffen, dass dann weiter hochgeht, um dann seinen Stop hochzunehmen. Der Bewegungshandel ist agiler. Ja, aber wenn man sich entweder für den Trend oder Bewegungshandel entscheidet, dafür gibt es keine Regel. Das ist von Mensch zu Mensch verschieden. Manchmal ist die Distanz vom Einstieg zum Stop zu groß. Das passiert mir auch manchmal. Wir hatten es letztes Jahr, war das in Lufthansa. Da war eine Trendfortsetzung positiv bei 22 und der Stop war bei 18. Das war mir auch zu viel. Ja, der eine mag das als Sicherheit, aber dem anderen ist es zu viel. Mir wären also in diesem Fall diese 20% wären mir einfach viel zu viel gewesen. Respektive, da ich ja Optionshändler überwiegend bin, wäre mir der Hebel zu klein gewesen. Das hätte mir einfach, da bitzelt es nicht. Ne? Sagen wir es mal so. Also dann entscheidet sich ja der eine für den Trend und der andere für den Bewegungshandel. Ein anderes Beispiel kann sein, wenn eine Bewegung schon sehr weit fortgeschritten ist und einfach keine Korrektur kommt. Ich zeige Ihnen gleich einen Chart dazu. Also auch gar keine Möglichkeit, den Stop nachzuziehen beim Trendhandel. Dann wechselt man vielleicht irgendwann in den Bewegungshandel. Ich zeige das mal anhand der Wirecard. Dieser Chart ist jetzt nicht von heute, die sind, glaube ich, jetzt hier schon unter 60, haben an dieser Unterstützung geknabbert. Aber mal angenommen, Sie haben diesen Einstieg hier verpasst. Vielleicht waren Sie im Urlaub, vielleicht waren Sie nicht da, vielleicht haben Sie Computerprobleme, was auch immer. Und Sie sehen das erst hier. Das hier ist für mich keine nennenswerte Korrektur. Ja, also nicht wirklich. Man kann das machen, aber das wäre mir dann auch ein bisschen zu knapp. Das heißt, das eigentliche letzte Stop-Loss liegt hier unten. Angenommen, das ist Ihnen zu weit weg. Dann tendieren Sie automatisch irgendwann in diesen Bewegungshandel. Das heißt, hier bekommen wir das Kaufsignal und ich lege hier den Stop drunter. Dann geht es weiter hoch. Ich ziehe den Stop erstmal hier runter, die Kerze schließt und gehe ich dahin. Weiter hoch, weiter hoch. Das geht also immer so weiter hoch und irgendwann werden Sie dann hier zum Beispiel gestoppt. Aber Wirecard ist zum Beispiel, wir hatten es auch im Dow Jones eigentlich seit der Trump-Wahl, da ist er da mehr oder weniger nur hoch und lediglich, man war das im Januar letzten Jahres, im Januar diesen Jahres, hat er da mal deutlicher korrigiert. Diese Korrekturen, die müssen deutlich sein. Wenn Sie sich in den Grab rein, in den Chart reingraben müssen, ja, dann ist es nicht deutlich. Ja. Also wenn Sie die mit aller Gewalt suchen müssen und zoomen rein und zoomen raus, dann wird es nichts. Ja. Und eins müssen Sie allerdings wissen, das ist jetzt auch ein Tageschart, je
kürzer Ihre Betrachtung, also zum Beispiel 5-Minuten-Händler, ja, der schaut 12-mal in der Stunde auf den Chart. Ein Stundenhändler schaut nur einmal in der Stunde drauf und ein Tageshändler nur einmal am Abend. Den Zusammenhang, ein Spruch, den fand ich immer sehr gut von Linda Reschke, die sagte, ein guter Händler hat keine Angst, am High Low zu gehen. Also hier, wenn hier ein neues High entsteht, der hat da keine Angst. Diese Begründung von wegen, oh, jetzt sind die aber stark gelaufen, das zählt da nicht. Ein guter Händler geht da rein und macht das, auch wenn so etwas hier passiert. Jetzt gebe ich Ihnen nochmal ein Praxisbeispiel, das habe ich gestern gehandelt. Das ist die Geschichte, das war ein 5-Minuten-Handel im DAX. Sie können sich vielleicht daran erinnern, wir sind am Nachmittag so ab 13 Uhr, 13.30 Uhr sind wir heftig runtergegangen auf die, ich glaube, es waren die 11.805 und dann am Nachmittag sogar nochmal die 12.000 zu sehen. Und ich saß davor, ich hatte nicht allzu viel Zeit, nur ungefähr 2 Stunden und wollte aber noch was machen. Ich war handelswild und wollte unbedingt was machen und dann ist mir Folgendes eingefallen. Das hier ist das, was ich in 4 Wochen Ihnen erklären werde, diese sogenannten Bollinger Bänder. Der Wert geht durch das untere Band aus einem engen Band, was immer Bewegung, bevorstehende Bewegung verspricht, geht aus dem Band raus, schließt runter, negativ. Nächste Kerze, obwohl weiß, kommt nicht ans Band ran, weiter negativ. Kein Grund zu kaufen, muss man einfach warten. Geduld ist eins der Lieblingswörter an der Börse. Dann haben wir hier die nächste Kerze, die war zwar dran, schließt aber auch deutlich drunter. Und hier kommt etwas, wo ich Sie unbedingt auch mal sensibilisieren will, ein Hammer. Hammer sind Kurse, wenn jetzt zum Beispiel hier jemand gekauft hat, sagt, man muss es doch mal steigen. Oh verdammt, verdammt, ich verbillige die Position. Und dann liegt er hier schon weiter schief, vielleicht kauft er noch was dazu und irgendwann kann er nicht mehr. Oder Sie oder der Händler oder die Händlerin. Und haut völlig frustriert die Stücke raus und dann entstehen solche Kerzen hier. Ich gucke da sehr gerne drauf. Das Gegenstück dazu ist ein Shooting Star. Das ist hier so eine Art Shooting Star. Und hier war ein Hammer. Der Hammer hat den ganz großen Vorteil, dass er Ihnen eine Position zulässt, gleichzeitig den Stop mitliefert. Und da war die nächste Kerze, war dann die, und das war die für mich interessante. Wir sind wieder in das Band rein. Wir haben den Hammer überboten und wir haben nicht die Lunte unterboten. Hier zum Schlusskurs, zur letzten Sekunde von dieser Kerze, von dieser 5-Minuten-Kerze habe ich gekauft und habe dann meinen Stop direkt hier drunter gelegt. Die nächste Kerze ging weiter hoch, Stop hochgelegt, hier drauf. Die nächste Kerze, auch wenn es hier so eine Art Doji ist, hat auch oberhalb von der Handelsamplitude geschlossen, konnte ich hier drunter legen. Der nächste ging wieder. Ich konnte immer wieder hochlegen und bin dann letztendlich hier gestoppt worden. Aber das waren rund 45 Punkte aufgrund des Bewegungshandels. Und das ist also die Geschichte, die wirklich viel Spaß macht. Ich werde oft gefragt, ob Bewegungshandel oder Trendhandel, was ist erfolgreicher? Ich glaube, es hält sich die Waage. Also ich habe mit auch verschiedenen anderen Leuten gesprochen, die sagen auch, es hält sich die Waage, mal ist das besser, mal ist jenes besser. Das kann man so nicht sagen. Es ist letztendlich eine Frage des Types, wer das handelt. Und vor dem Hintergrund müssen Sie das selbst für sich entscheiden. Ich empfehle Ihnen, dass Sie diese Geschichte jetzt nicht gleich im Live-Konto überprüfen, sondern vielleicht ab und zu mal so ein paar Paper-Trades machen. Sie müssen Ihr Handelssystem sehr gut kennen. Ja? Und wenn Sie Angst bekommen, wenn so eine Korrektur hier kommt, sowas da zum Beispiel oder sowas, und Sie bekommen Angst, weil Sie sagen, oh Gott, hätte ich doch da gegeben, dann ist die Position zu groß, ganz klare Ansage. Ja, das ist die Psychologie an der Börse und ich kenne ganz hervorragende Techniker, die können Ihnen mehr oder weniger die Minute sagen, wann Markt steigt oder fällt, aber die sind als Händler zu wackelig, sagen Sie so, schwache Hände. Jetzt denken Sie doch auch mal nach, auch ein Tipp aus der Praxis, dass wenn Sie dann jetzt hier so weit vorne liegen, dass Sie vielleicht mal einen Teilverkauf machen, sagen, komm, ich gebe jetzt mal ein bisschen was und legen das dann auf die Tasche, sacken das ein, realisieren den Gewinn. Das beruhigt ungemein. Also wirklich ungemein, das stelle ich bei mir auch mal wieder fest, wenn man schon richtig schön vorne gelegen hat, dass man sagt, komm, ich gebe jetzt mal ein bisschen was, dafür kann ich den Rest laufen lassen und das ist auf jeden Fall eine große Hilfe. Und dann wird mir oft die Frage gestellt, wie finde ich Aktien, die nach oben oder unten den Trend fortsetzen, die eben sowas hier durch die gestrichelte Linie gehen. Und wir haben in Frankfurt rund 10.300 Aktien. Und das schaffen Sie nicht, das zu überprüfen. Es gibt aber 2 Möglichkeiten, wie man sich das ein bisschen einengen kann. Das eine ist, Sie haben eine Software, die Sie unterstützt, zum Beispiel durch verschiedene Scans der Märkte. Und dann bekommen Sie irgendwann, wann auch immer Sie wollen, irgendwelche Liste. Ich kann Ihnen das vielleicht nachher mal zeigen. Oder Sie gehen einmal in sich und schauen sich um, womit Sie sich umgeben. Das ist eigentlich mein Lieblingsbeispiel, ist da Apple oder Samsung. Wenn Sie das eine mögen, dann mögen das andere auch. Wenn Sie es nicht mehr mögen, dann mögen andere das auch nicht. Aber wenn Sie jetzt mal ein bisschen um sich rumschauen,
was sie zum Beispiel, was sie umgibt, ja, dann geht das über Autos, über Reisefirmen, über Versicherungen, Nahrung, Kleidung oder denken Sie mal an Netflix. Ja, als meine Tochter zu mir kam und sagte, Papa, wir brauchen Netflix. Ich wusste zwar, was das war, aber ich habe mich damit nie auseinandergesetzt. Und dann sagte sie, guck mal, da gibt es so tolle Serien. Dann habe ich mir das angeschaut. Oh ja, gut, interessiert mich auch. Dann gucke ich mir mal an, was kostet das? Und das ist aber günstig. Ich glaube, 12 Euro, 13 Euro, was man bezahlt im Monat. Dann habe ich mal geschaut, was geben wir für Apple TV aus? Und da waren wir bei 30 Euro im Monat. Ich dachte, gut, okay, dann lassen wir jetzt mal Apple TV sein und gucken uns mal Netflix an. Seitdem habe ich überhaupt kein Apple TV mehr gesehen. Und daraufhin, weil mir das gefallen hat, habe ich auch gedacht, anderen gefällt es auch, habe ich dann dementsprechend auch Netflix-Aktien gekauft und meine Tochter bekam dann auch ein paar als Dankeschön. Die hat sich gefreut. Ja. So, aber wenn Sie sich dann damit umgeben, was haben Sie für Werte um sich, wie gesagt, Autos, Nahrung, Kleidung, was auch immer, dann wette ich mit Ihnen, kommen Sie auf 15 bis 20 Werte. Und das ist dann für Sie wesentlich einfacher zu sehen, als wenn Sie 10.300 Aktien versuchen zu beobachten. Da kommen Sie nicht klar. Ja, also auch, ich musste so lachen, da waren heute bei den Wünschen für die Aktienanalyse, da waren Aktien dabei. Ich wusste überhaupt nicht, was das war. Das muss ich wirklich sagen, aber da kommen wir gleich zu. Also ganz wilde Namen. Ich habe das gedacht, das ist ein Schreibfehler, aber das gab es wirklich. So, und aber Sie können sich dann super leicht informieren, halt über Dividende, Hauptversammlungen, Quartalszahlen, wann neuer Chef kommt, eine Ad-Hoc-Mitteilung oder was auch immer. Und so schaffen Sie sich halt Ihren eigenen Mikrokosmos, mit dem Sie also wesentlich mehr Spaß haben können und den Sie viel besser im Griff haben. So, und das war es eigentlich schon zu dem Bewegungshandel. Gerne ein paar Fragen. Ansonsten, ich blende das jetzt hier schon mal ein, kommen wir nämlich gleich zu diesem Wunschkonzert von Ihnen. Also ich gebe Ihnen jetzt mal eine Minute, um vielleicht dann irgendwo noch Fragen, das ist rechts am Rand, stellen zu können. Und in der Zwischenzeit sage ich Ihnen, wie ich mir das hier vorstelle. Es ist also so, dass Sie können natürlich lesen, aber ich will Ihnen jetzt auch sagen, das, was wir jetzt hier hören, ist also meine höchst eigene Meinung. Und Frau Vogt bzw. die Börse Frankfurt gibt mir also die Möglichkeit, hier auch kundzutun, was ich sehr nett finde. Sie können weder die Deutsche Börse noch die Frankfurter Börse noch die Edda Vogt noch den Christian Schlegel für irgendetwas verantwortlich machen. Ich muss Ihnen das so sagen, das BaFin fordert das. Sie sind selbst für Ihre Geschichten verantwortlich. Wenn wir also jetzt gleich ein Signal finden und Sie haben ein iMac, ein iPad, ein iPhone, ein i was weiß ich, dann, und Sie drücken da selbst drauf, ist das Ihre eigene Haftung. Und ich habe allerdings geschaut, in den Positionen, die wir jetzt gleich über die Aktien machen werden, habe ich keine einzige Position, das sage ich vor dem Hintergrund des eventuellen Interessenkonflikts wegen Paragraphen 89 WPHG. Damit habe ich also gar kein Problem. Ich kann also hier frank und frei von der Leber reden. Und ja, Edda, ich sehe hier keine Fragen, also gehe ich mal davon aus, ich kann dann direkt weitermachen. Und das mache ich folgendermaßen, dass ich das hier rausschmeiße. Ihnen das hier vorlege. Ich mag das nicht, wenn ich ein Webinar sehe und will da teilnehmen und da sind fünf Themen und meins ist auch dabei, was ich unbedingt wissen will und ich habe keine Ahnung, wann ich drankomme. Gehen Sie mal bitte davon aus, das ist die Reihenfolge, in der ich jetzt diese Aktien hier durchgehen werde. Ich brauche pro Aktie ungefähr 5 Minuten. Das heißt, wenn jemand bei Rheinmetall interessiert ist, kann er also in einer halben Stunde in der Zwischenzeit sich nochmal, keine Ahnung, Popcorn machen, den Hund rauslassen oder sich ein Bierchen holen. Und VW wird der letzte Wert sein in ungefähr 50, 45 bis 50 Minuten. Nur, dass Sie das gesehen haben. So, dann gehe ich mit Ihnen in mein Analysesystem. Edda, ab jetzt sehe ich keine Fragen mehr, weil das ist jetzt bei mir weggeschaltet. Ich gehe jetzt hier in die Aktien rein. Wenn Fragen kommen, werde ich sie dir durchgeben. Das wäre sehr nett. Vielen herzlichen Dank. Ja. Das war ein super spannender Tag. Ich suche jetzt gerade eben noch auf meinem System, wo jetzt hier im Moment mal der DAX steht. Moment, sehe ich jetzt gerade mal ein bisschen. Weil das ist schon heftig momentan, was da passiert. 11.729, da war auch schon tiefer, egal wie. Da müssen wir durch. Es ist wenigstens eine Börse mit Bewegung. Also es gibt für alles Möglichkeiten. Vorhin liegt die Allianz. So, die Allianz macht ihren Quartals-3-Bericht am 9.11. Da haben wir also jetzt noch rund einen Monat Zeit. Die letzte Empfehlung, die ich gelesen habe, und Sie werden feststellen, ich gehe das alles ähnlich durch. Die letzte Empfehlung war von JP Morgan mit einem Ziel von 219.
Generell sind Zinserhöhungen für Versicherungen und Banken gar nicht so schlecht, weil bis sie die positiven oder die gestiegenen Zinsen an Sie als Verbraucher weitergeben, da vergeht schon mal eine Zeit, da können Sie sich auch einen rausschnibbeln. Was macht die Allianz? Im Moment finde ich die gar nicht so schlecht, auch wenn natürlich heute eine, ich habe übrigens diese ganzen Zeichen hier, die habe ich heute gelegt zwischen 11 und 13 Uhr. Und ich bin selbst jetzt teilweise mal gespannt, wie sich das während des Tages verändert hat. Ich habe schon mal geschaut bei Rapiano und bei Wirecard, an denen die machen wir nicht, aber SAP, wie sich das verändert hat. Was mir ganz gut gefällt, ich mache mal diese Linie hier ein bisschen stärker, das ist die Allianz ist an der 200-Tage-Linie. Das ist das Erste. Das heißt, die haben eine schöne Bewegung gemacht an der 200-Tage-Linie und die verbindet sich hier mit diesem sogenannten 50er Fibonacci-Retracement bei 188,74. Das heißt, bisher ist von dieser Bewegung erstmal nur die Hälfte abgegeben worden und ich fand, verglichen mit dem Gesamtmarkt, haben die sich heute sogar recht gut gehalten, muss ich wirklich sagen. Ich habe eine weitere Unterstützung hier im Bereich 186,70 und danach kommt schon das untere Band. Wirklich schwierig wird der Wert erst unter 180 Schlusskurs. Aber im Moment auch ist es hier soweit in Ordnung. Es sind definitiv keine Kaufsignale da. Ich würde sagen, es ist neutral. Die Technik hat sich schon deutlich abgebaut. Ich schaue sehr gerne auf dieses MACD, wobei ich das Histogramm bevorzuge gegenüber dieser Liste. Sie haben also hier schon das erste Verkaufssignal bekommen. Hier, das war der Moment, in dem diese beiden Linien sich näher oder angenähert haben. In dem Moment wird das Histogramm kleiner. Und ich tendiere ganz gern nach dem zweiten kleineren. Da finde ich es grundsätzlich ganz gut oder halte ich es für ein sinnvolles Signal. Auch der Oszillator hat hier weiter nachgegeben. Das gilt zwar als überverkauft, aber das ist, glaube ich, in diesem Börsenumfeld gar nicht so schwierig. Es gibt definitiv kein Kaufsignal. Jetzt wollte ich Ihnen nochmal die Wochensicht zeigen. Und das ist das, was mich ein bisschen stört bei der ganzen Geschichte. Das ist auf Wochensicht. Geht also hier, das Histogramm wird auch negativ und hier bekomme ich ein leichtes, zartes Verkaufssignal über den Oszillator. Die 20-Wochen-Linie liegt hier bei 183 und erinnern Sie sich bitte an diese 179. Das heißt, dieser Bereich hier zwischen 179,5 und 183, 184, das ist so eine Komfortzone. Da darf sie rein, da darf sie mal kurz einsinken, aber da sollte sie bitte nicht runtergehen. Also die 180 bitte im Kopf behalten. So, und dann gehe ich nämlich jetzt schon auf die, muss ich mal schauen, auf die Deutsche Bank, wurde sich gewünscht. So, Deutsche Bank, ich mache es mal ein bisschen länger, dass Sie da von mir haben. Und hier rein. Die Deutsche Bank hat vor kurzem einen neuen Chef bekommen. Dazu fällt mir jetzt Folgendes ein. Es ist mir in den letzten 30, 31 Jahren immer aufgefallen, wenn ein Chef aus der eigenen Familie, sprich aus dem eigenen Unternehmen kam, hat das den Kurs nicht besonders beeindruckt. Dann sagte man, okay, das ist einer, der kennt die alte Schule, der weiß, wie es da geht und so, ja, ist nichts Besonderes. Ja. Der wird vermutet, dass der den gleichen Managementstil weiterspielt wie sein Vorgänger, der in seiner Bank dann auch war oder in seiner Firma, wo auch immer. Aber es ist hochinteressant, wenn ein neuer Vorstand oder Chef oder wie auch immer von außen reinkommt, dem unterstellt man sofort frische Ideen. Das werden wir hier bei General Electric sehen. Sofort wird gesagt, oh, der hat vielleicht irgendwo anders schon andere Erfahrungen gesammelt und der wird vielleicht da mal ein bisschen aufräumen und frische Besen kehren gut. Das wird oftmals besser genommen. In dem Zusammenhang kann man auch eins sagen für die Leute von Ihnen, die in Fonds involviert sind. Also wenn ich einen Fonds hatte, meinetwegen gibt es 200 Europa-Fonds und ich war mit einem besonders zufrieden. Und dann habe ich mitbekommen, dass dieser Fondsmanager seinen Posten verlassen hat, habe ich meinen Fonds sofort platt gemacht. Weil ich kaufe nicht den Fonds, sondern ich kaufe das Wissen des Managers. Und da, das ist also wesentlich für mich persönlich wesentlich wichtiger, das rauszufinden über denjenigen, der den Fonds managt, als über den Fonds selbst. Weil Europafonds gibt es wie Sand am Meer. Und letztendlich sind die alle irgendwo ähnlich aufgestellt. Aber es gibt halt immer mal wieder diese Blüten, die dann da rauskommen im Frühjahr. Und das sind dann die guten Manager. Und da versuche ich darauf zu achten. Und in dem Moment, in dem der rausgeht, bin ich da auch raus. So, also jetzt hier neuer Chef aus dem eigenen Haus. Okay, muss man mal schauen. Die Quartalszahlen kommen am 24.10. Das ist sogar bald. Es kam gestern wieder so eine Geschichte, das ist immer so ein bisschen negativer Touch. Die Deutsche Bank hat den am teuersten bezahlten Aufsichtsratsvorsitzenden. Ja, also im nächsten Leben werde ich Aufsichtsratmitglied, das ist mir ganz klar. Das sind immer, ich weiß nicht, ob das sein muss. Muss ich ehrlich sagen, die schmeißen Leute raus und dann bezahlen sie den Aufsichtsrat so teuer. Aber gut, das ist meine höchst eigene Meinung.
Die Analystenschätzungen liegen zwischen 8 und 10 Euro. Da sind wir, Moment, ich bin hier auf der Woche, ich gehe auf den Tag, ja, ein bisschen näher ran. Zwischen 8 und 10 Euro, da sind wir also in diesem ganzen Bereich hier. Es gibt also keinen, mir ist keiner aufgefallen, der gesagt hat, so, das Ding steigt jetzt auf 20 oder auf 30. Das ist nicht der Fall. Zwischen 8 und 10 Euro. Bei mir wird sie vom Chart her ab 8,7, ab 10,70 besser. Das ist ab hier. Wenn dieser Punkt überboten wird hier, dann kann ich mal sagen, oh, das sieht so aus, als ob wir also auch die Kraft hätten, um hier diese 200-Tage-Linie zu nehmen. Noch schöner wäre ein Kaufsignal, wenn es über die 11,20 ginge. Das ist hier mit Schlusskurs, nicht nur kurz dran, sondern mit Schlusskurs. Dann wären Sie bei mir insgesamt ein bisschen positiver. Genauso wie die Allianz sollte auch die Deutsche Bank davon profitieren, wenn die Zinsen irgendwann mal erhöht werden. Ich höre in letzter Zeit keine Anzeigen mehr oder irgendwelche Rückstellungen, die gebildet werden mussten aufgrund irgendwelcher Marktmanipulationen. Also von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, auch vor dem Hintergrund einer insgesamt sehr tiefen Technik, so sei es im MACD als auch über den Oszillator, dass die hier irgendwo eine Bodenbildung finden. Kritisch wird es für den Wert nochmal hier bei 8,70. Da sollten sie also tunlichst nicht runter. Schauen Sie mal hier, auch wieder so ein Hammer, was ich gesagt habe. Immer wenn ich mal einen sehe, dann zeige ich Ihnen das. Das ist ein Hammer und der ist wieder ans Band rangegangen und danach ging die Chose erstmal nach oben. Ich habe mir aufgeschrieben, ich soll Ihnen die Woche zeigen. Muss ich mal schauen, was dann der Woche war. Ja, die Woche ist eigentlich relativ, diese Linie hier ist falsch, die Woche ist eigentlich relativ uninteressant. Das Einzige, was mir hier auffällt, ist, dass hier jetzt nochmal die gleitenden Durchschnitte, das sind also 10 und 20 Wochenlinien, dass die nochmal runterkommen. Aber hier sehen Sie die beiden eben genannten Punkte nochmal ein bisschen deutlicher. Und zwar hier sind wir bei der 10,70 ungefähr und hier sind wir bei der 11,30. Das heißt, das hier wäre so eine erste H8-Stellung, wenn Sie darüber gehen. Das wäre dann auch mit Überbieten des oberen Bollinger-Bandes. Aber wirklich freier werden Sie dann hier erst ab 11,30. Ich gebe das dem. Wie gesagt, nochmal das am 24.10. kommen die Zahlen. Muss nochmal schauen, was da passiert. Dann haben wir als nächsten Wert was ganz Besonderes, und zwar die E.ON. Hier. Einer der Zuschauer, Peter, ein Bekannter von mir, sehr guter Chartist, hat sich gewünscht von mir, dass ich die E.ON überprüfe mit Hinblick auf ein sogenanntes Gartley 222 Muster. Gartley 222. Gartley ist ein nicht mehr lebender Analyst. Ich finde, das ist ein ziemlich kompliziertes System. Peter, ich kannte das. Ich habe noch nie damit Geld verdient, muss ich ehrlich sagen. Das ist mir persönlich zu statisch. Ich kann Ihnen, liebe Zuschauer, jetzt nicht sagen, was das Gartley-Muster ist. Das wird den Rahmen sprengen. Das ist zu kompliziert. Ich erkenne hier kein Gartley-Muster. Nein, das ist eine Mutmaßung. Ich sehe das noch nicht. Was mir auffällt, ist, dass die, ich muss wieder zurück auf den Tag gehen. E.ON hat jetzt heute noch richtig eins auf die Nase bekommen. Ob das jetzt eine Art Sippenhaft ist, auch nochmal mit RWE, das weiß ich nicht. Gestern hat sie dieses alte Gap hier geschlossen. Das war vom März diesen Jahres. War das in diesem Jahr? Ja, genau. Das war von diesem Jahr. Das ist schon mal schön. Das heißt, der Gesamtchart ist sauber. Wenn so Gaps entstehen, solche Kurslücken, und das ist ein ziemlich heftiges Gap hier gewesen, dann steht die Bewegung oftmals auf tönenden Füßen. Aber jetzt ist das hier zu. Und von daher ist der Chart grundsätzlich sauber. Die Quartalszahlen kommen hier in einem Monat am 14.11. Die Analysten sehen den Wert von verschiedenen Banken zwischen 7 und 11. Was ich immer sehr gern mag bei E.ON ist, manchmal passiert es immer, dass ich Februar nenne, weil so hießen sie früher, hier übrigens auch wieder ein Hammer, ist, dass die ganz gern mal schnell Bewegungen machen von 10%. Ja, das wären also in Allianz mal 20 Euro oder in SAP mal 10 Euro. Und die E.ON, die macht es immer mal wieder schnelle Bewegungen nach oben, aber auch nach unten. Dafür ist die gut. Auf einmal aus dem Stand sprintet die mal locker 10%. Und das mag ich sehr. Gibt sehr viele schöne Optionen drauf. Im Moment muss ich sagen, das Gap ist zwar zu, das ist schön. Die Technik ist weiterhin im Fallen begriffen. Habe ich momentan keinen Punkt, wo ich sagen kann, also dass da irgendwo eine Stabilisierung stattfindet. Im Gegenteil, ich muss sogar befürchten, dass sie in den Bereich 8 und dann nochmal geht. Ob sie die 7, Peter, du sprachst von der 7 mit dem Mail, was wir vorher miteinander gesprochen haben. Möglich ist das, gar keine Frage. Aber nochmals, ich erkenne kein Gartley-Muster. Ich sehe es nicht. Also ich wüsste nicht, wo. Aber die E.ON
Also so um die 8 rum werde ich da im positiven Sinn wieder drauf schauen, aber noch nicht. Das muss ich jetzt erstmal hier ein bisschen austoben. Dann haben wir als nächsten Wert, was war denn das jetzt? Ah ja, General Electric. Voilà. Hierzu muss ich sagen, das ist der amerikanische Chart, sprich, das ist in Dollar. Und jetzt gehe ich hier mal kurz, ne, das kann ich hier drin lassen. Und das ist die Geschichte, was ich sagte. Hier kam also ein neuer Chef, ja, ein Externer. Ja, und das, der scheint, ich kann ihn nicht beurteilen, ich kenne ihn nicht, was der genau gemacht hat. Aber der wurde von der Wall Street, ja, gefeiert, muss man sagen. Der Wert, der war runter auf fast 11. Ich mache hier mal den Langfristchart rein. Da müssen wir mal sehen, wo der herkommt. Ja, da sind wir jetzt hier schon bei 30 und das geht noch weiter. Der geht irgendwo hier oben lang. Das ist ein Trauerspiel. Das muss man wirklich sagen. Ja, das erinnert mich ein bisschen schon an Deutsche Bank. Tja, oder auch an E.ON. Das heißt, eine langgezogene Abwärtsbewegung. Die haben also katastrophale Zahlen geliefert und die Hoffnung beruht jetzt auf dem neuen Chef. Aber nach allem, was ich mich so überall durchgelesen habe, wird ihm auch nicht zur Last gelegt, sondern von ihm abgefordert, dass er möglichst schnell etwas macht. Was jetzt auffallend ist, die verkaufen verschiedene Beteiligungen in diesen Energieanlagen. Da war jetzt eins, das haben sie an Apollo verkauft, ich glaube von 1 Milliarde jetzt vor ein paar Tagen. Das heißt, die verkaufen, dieser Larry Culp, so heißt der, die verkaufen also gewisse Anteile, von denen sie sich entweder nicht zu versprechen oder sie, ich kann nicht sagen, versilbern oder machen das Tafelsilber zu Geld, aber die brauchen Kohle. Ja? Also das ist nicht schön. Die General Electric, das ist kein kleiner Wert. Da sind wir bei 117 Milliarden. In Deutschland gibt es nur einen Wert, der größer ist, das ist SAP. Ja, Siemens zum Beispiel als Vergleichswert hat nur eine Marktkapitalisierung von 88 Milliarden. Das ist also schon, das ist ein Teil des Dinges. Das ist richtig, richtig groß. Die Analysten sehen den Wert eher in Richtung 16,21. Damit habe ich jetzt erstmal grundsätzlich kein Problem. Ja, da sind wir also zwischen hier und hier. Das ist eine lange Durststrecke. Irgendwann kommt mal eine Korrektur, das mit Sicherheit, aber die Zahlen sind einfach katastrophal und die nächsten kommen schon am 25.10. Da sind wir in 15 Tagen dabei. Die werden also auch ganz, ganz schlecht erwartet. Das ist alles nicht so besonders schön. Wenn ich mir allerdings die Woche anschaue, erstmal hier, finde ich also auch, dass wir hier schöne Unterstützung bekommen von der technischen Seite her. Eine schnelle Aufwärtsbewegung und sie sind über die 20-Wochen-Linie, über die 10-Wochen-Linie. Sie sehen, die Bänder sind insgesamt recht eng. Und das ist der Bereich von 16 hier. Und meiner Meinung nach, wenn Sie die 16 überbieten, haben Sie wirklich Chance, das, was die Analysten sagen, zwischen 16 und 21 auf die 21 ungefähr hierhin zu gehen. Bis dahin wird die 200-Wochen-Linie noch ein bisschen gefallen sein. Also das ist jetzt für mich kein Short mehr. Ich glaube, der Wert, der ist am Boden. Ich weiß nicht, was dieser Herr Kalb da macht, Larry Kalb. Ich hoffe nur, dass er einen guten Job macht. Aber für mich ist das kein Short mehr. Der Zug ist abgefahren. Wer es von hier nicht gemacht hat, irgendwo schwarz zu sein, der muss das jetzt hier nicht mehr anfangen. Dann hätten wir als nächsten Wert die Rheinmetall. Rheinmetall. So, Rheinmetall hat also letzte Woche auch mal wieder einen Auftrag bekommen über einen dreistelligen Millionenbetrag über sogenannte Panzerkomponenten, was auch immer das sein soll. Das weiß ich nicht. Das heißt, die bekommen Aufträge. Die Quartalszahlen sind für das dritte Quartal am 8.11., also mehr oder weniger heute in 4 Wochen. UBS, Société Générale, Chevreux, die rufen alle Ziele auf von 130. Das ist hier oben. Ja, ich habe die Analysen nicht gelesen. Ich weiß nicht, was womit die begründet sind. Ich kann es nicht sagen. Ja, also das finde ich jetzt, das wäre eine Verdopplung, fast eine Verdopplung von dem Wert. Das finde ich schon ein bisschen heftig. Ich mache das als reine Chartanalyse und da fällt mir also auf, dass der Wert erst hier über den Bereich von 90, 92 positiv wird und dass er tunlichst nicht unter die 70 fallen sollte. Ja, er ist schon stark gefallen, aber da ist immer noch Momentum drin da unten. Das ist ein Impuls nach unten, das ist ein ganz klarer Downtrend. Jetzt heute auch nochmal ordentlich verloren, hier richtig eins auf die Nase bekommen. Es gibt hier für mich keine Unterstützung vom Chart. Die kommt erst, was ist das? Achso, das war die Wochenlinie. Die kommt erst, wenn ich hier so in dem Bereich 75 bin. Dann habe ich eine kleine, die bessere im Bereich 70. Gehe ich mal ganz kurz mit Ihnen auf die Woche, das hatte ich mir auch aufgeschrieben, soll ich Ihnen zeigen. Und da kommt nämlich dieser untere Pfeil her. Dieser untere Pfeil ist die 200-Wochen-Linie und da liegen wir so im Bereich 73,90, 74. Das heißt, der Punkt zwischen 75 und 70 ist auch da so eine Art Komfortzone. Da dürfen Sie gerne mal eintauchen, aber bitte nicht nach unten gehen.
Und nochmal, bei mir wären Sie erst positiv hier ab 93,5. Ist ja schön, wenn Sie Aufträge haben, aber so, das sind momentan keine. Der Wert ist, ja, viele mögen den einfach nicht. Ich sehe es als Aktien. Ich hinterfrage jetzt nicht genau, was die da machen. Dann hätten wir als nächsten Wert die SAP. Ich muss gerade mal schauen, ob ich nicht zu schnell bin. Ich bin vielleicht sogar ein bisschen zu schnell. Mal schauen, wir haben noch SAP, Sixt, Vapiano, das sind 20 Minuten. Ne, das kommt aber einigermaßen hin. Die SAP, wo waren Sie? Also habe ich die jetzt schon hier rein? Nee, die SAP sind hier. So, Cloud, Cloud, Cloud. Ich höre immer nur wieder Cloud. Es ist die schwerste deutsche Firma. Und Sie sehen, was der Wert, also heute, ich habe das heute Morgen, wie gesagt, ich habe das eingezeichnet, diese beiden Linien, diese schraffierte Linie hier, als wir noch so bei 102 waren. Ja. 1 € in SAP verändert den DAX um 12 Punkte. Das ist der schwerste mit 117 Milliarden. Jetzt ist es wahrscheinlich am Nachmittag ein bisschen weniger. Mit 117 Milliarden ist es der schwerste Wert in Deutschland. Mit der größten Börsenkapitalisierung. Wir haben hier eine ziemlich lange Seitwärtsbewegung. Deswegen ist SAP ist eigentlich für mich sogar, ich weiß nicht, wann ich die das letzte Mal gehandelt habe, das ist jetzt bestimmt auch schon ein paar Jahre wieder her. Die kommt jetzt hier von Anfang Juli. Sind wir hier von ganz grob 95 bis mal 105. Das ist keine tolle Bewegung. Also so eine E.ON, die macht schneller mal 10% hoch oder runter. Und dazu dann eins, auch schon mal im Hinblick auf das in 4 Wochen zu haltende Webinar, woran erkenne ich eine Seitwärtsphase, wenn diese Bänder ganz steil aufgehen nach oben und nach unten und sich dann das der Bewegung entgegengesetzte Band die Richtung ändert. Das ist hier. Ist das ein Zeichen dafür, dass entweder eine Korrektur oder eine Seitwärtsphase stattfindet. Und in diesem Fall kam man zu einer kleinen Korrektur vom oberen Band zum unteren Band. Das ist das Gegenteil vom Hammer, ein sogenannter Shooting Star. Es gab also in diesem Moment keinen Grund, irgendwas zu kaufen. Ob einer Short geht, ist eine andere Geschichte, aber zum Kaufen war das hier ein Warnsignal. Und für die Leute, die Short waren, war der Stop hier oben. Also es war ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Es ging noch runter bis zum unteren Band. Seitdem nur seitwärts. Einmal kurz drüber geschaut, das war's. Und jetzt sind wir schon wieder hier und wir brechen das, also mit heute, wir brechen das untere Band. Das ist nicht schön, aber solange wir hier diese schraffierte, beziehungsweise diese gefärbte Linie hier, das ist im Bereich, sag ich Ihnen ganz genau, wo die liegt. Das ist hier bei 96,70, solange die nicht mit Schlusskurs unterboten werden wird. Und auch hier ist auch die 200-Tage-Linie, ist der Wert nach wie vor in dieser Range. Also das ist für mich jetzt aus Tagessicht her eher leicht uninteressant, aber definitiv kein Long. Hier haben wir also auch nochmal Verkaufssignale über die traditionelle Sichtweise, aber auch über die, wie ich sie nenne, modernere Sichtweise. Stochastik, alles nach unten, ist nichts Positives zu finden. Die Analysten sehen den Wert auch zwischen 100 und 110. Das heißt, hier ist also keiner, der großartig herausragt, wie jetzt gerade eben bei Rheinmetall mit 70 € über dem jetzigen Kurs, der sagt, ja, ich sehe die SAP bei 150. Ich habe es zumindest nicht gelesen. Blockchain-Technologie ist also wohl ein Fokus, auf den sich die SAP in den nächsten Monaten oder wahrscheinlich Jahren auch wieder ein bisschen mitmachen will. Und jetzt habe ich mir auch hier wieder aufgeschaut, zeigt mal die Woche. Und diese Woche finde ich jetzt nicht so toll. Das ist jetzt eine Kerze, eine Woche. Das ist ein sehr frisches Verkaufssignal über die traditionelle Sichtweise und über die modernere sind wir also auch schon deutlicher negativ. Und die Stochastik hat nicht nur mal ein kleines Verkaufssignal gegeben, die gibt eins. Also die Chancen oder andersrum das Risiko, dass diese Linie hier bei 98,61, die sich verbindet mit dem unteren Wochenband, dass die auch mal bricht und unterboten wird und wir dann hier auf den Bereich 90 gehen, wo hier der letzte Ausbruch war. Sie sehen es hier, wir sind kurz hoch, dann wieder runter und dann sind wir drüber und mal ein bisschen mit Bewegung weiter nach oben. Dieses Risiko besteht, das muss ich ganz klar sagen. Das ist also für mich definitiv momentan auch kein Plan. Dann kommen wir zu einer Aktie, die einen sehr verwirren kann. Das ist Sixt. Sixt, Sixt, Sixt. Heute gar nicht schön. Wo sind die Sixt? Wo habe ich denn jetzt hier die Sixt 2? Entschuldigung, das hatte ich irgendwo, habe ich das doch hier reingelegt. Da ist es.
Sixt. Die Aktie verwirrt, weil da gibt es die Sixt-Stelle, es gibt die Vorzüge, es gibt die Sixt-Leasing, es gibt also alles Mögliche von Sixt. Ja. Ich persönlich, ich finde da immer die Werbung von denen ganz klasse. Also das ist jetzt die neueste, die ich gefunden habe. Das ist hier. Auch bei Sixt gibt es Beförderung auf Knopfdruck. Die haben also an jedem Flughafen, in dem ich bin, sehe ich irgendwo die Werbung von Sixt und ich muss immer grinsen. Ich weiß gar nicht, wer das macht. Ich glaube, das ist Jungfern Matt. Das ist schon frech. Entschuldigung, ich bin erkältet. Ich muss gerade mal was trinken. Das ist schon frech, was die manchmal für Werbung machen, muss ich sagen. Heute auch wieder eins auf die Nase bekommen mit dem Gesamtmarkt. Gucken Sie mal hier, Hammer. Immer mal wieder drauf schauen. Shooting Star. Prägen Sie sich diese beiden Signale ein. Die kommen nicht zu oft. Umso ehrlicher sind sie, muss ich ganz klar sagen. Sixt gibt, also wir reden hier von der 723132. Das hat sich mein Freund Stefan gewünscht und auch noch jemand anders. Die Quartalszahlen kommen am 15.11., haben wir also auch noch ganz grob 4 Wochen Zeit. Und ich lese immer überall das Project One. Project One ist anscheinend Chefsache. Project One heißt, die wollen also eine Art Carsharing machen und natürlich die traditionelle Autovermietung und dann den Chauffeurservice. So ein Chauffeurservice ist gar nicht so uninteressant, wer ihn sich leisten kann. Da geht es ja nicht nur darum, dass ich jetzt von meinem Haus ins Büro muss, sondern es geht darum, wenn ich keine Lust habe, mit der Bahn zu fahren, weil permanent links oder rechts neben mir gesprochen wird, hole ich mir einen Chauffeur, der fährt mich von Frankfurt nach Hamburg und ich kann mich da hinten drin setzen und kann arbeiten. Und wenn ich dem Typen nach 10 Minuten, wie er fährt, dann trauen kann, dann kann ich vielleicht auch noch eine halbe Stunde hinten drin schlafen. Ich kann das nicht in der Bahn, gebe ich ganz offen zu. Ich finde die Idee ganz witzig, ist die Frage, was das kostet. Die Analysten sehen den Wert eher so auch so zwischen 115 und 125, das sind wir also hier in diesem Bereich. Ich habe es nicht herausgefunden, was jetzt heute hier der Grund war, dass die heute auch nochmal so eins auf die Nase bekommen haben. Die haben insgesamt fürs Jahr 2017 hatten die eine Dividendenrendite von 4,1%. Von daher passt das alles. Das ist in Ordnung. Ich habe die nächsten Unterstützung hier in diesem Bereich hier. Moment, ich mache hier mal die horizontale Linie hin. Einmal hier, da sind wir um die 80. Und die nächste ist dann schon hier. Und da sind wir ganz grob bei 70. Moment, muss gerade schauen. Hier. Das sind für mich die beiden maßgeblichen Unterstützungen. Die Technik ist angeschlagen, überhaupt keine Frage. Und auch hier im kurzen Bereich nochmal über den Oszillator. Ich habe da nirgendwo den Hauch einer Stabilisierung. Ist für mich definitiv auch noch kein Long, wäre ein Greifen in ein fallendes Messer. Manche Leute können das, andere nicht. Freier wird der Wert bei mir erst ab 120. So, Vapiano. Tja, Vapiano. Die einen mögen es, die anderen nicht. Also ich war das letzte Mal vor 3 Jahren da, ich mag das Essen nicht, aber das sollen Sie jetzt hier nicht erschüttern. Die machen, Moment, die haben. Ist noch ein bisschen, ne, das ist der Einjahrschart. Genau, Moment, ich gehe jetzt hier wieder auf den Tag. Das ist erschütternd, was die hatten. Ich habe mir das alles mal ein bisschen angelegt. Vapiano, wie gesagt, ist also, wenn ich einen Wert nicht mag, heißt das ja nicht automatisch, dass ich den Short gehen muss. Aber dann entzieht er sich meiner Betrachtung. Und Vapiano, wie gesagt, ich war da zweimal drin. Ich bin, denke ich mal, ganz guter Hobbykoch. Ich habe zwei verschiedene Sachen probiert und dann beim Nachbarn auch nochmal. Mir hat da nichts geschmeckt, aber das ist wirklich Geschmackssache, muss ich wirklich sagen. Die Dinger sind voll. Die Idee ist bestimmt nicht schlecht. Ich sehe das in allen möglichen Städten, dass es da ist. Ja. Und dann haben die dann hier die Zahlen gebracht. Beziehungsweise, also das muss man schon sagen, eine Gewinnwarnung. Die haben also erhebliche Probleme in Schweden. Da haben die signifikante Gewinneinbußen. Die haben sehr starke, wie sie es formuliert haben, Frequenzrückgänge wegen des Hochsommers in Europa. Und daraufhin hat sich der Kurs mal von rund 20 eben auf die 7,77 reduziert. Tja, jetzt ist die Frage, was tun Sie? Die Analysten sehen den Wert zwischen 10 und 16. Das ist also eine ziemlich große Spanne hier. Aber waren in letzter Zeit schon eher zurückhaltend. Die nächsten Quartalszahlen kommen am 28.11., da haben wir noch ganz grob 6 Wochen Zeit. Ich finde auf den ersten Blick, das sieht überhaupt nicht toll aus. Hier gibt es zwar so den Hauch einer Stabilisierung, aber dem darf ich eigentlich noch nicht trauen. Die Technik gilt als heftigst überverkauft. Das heißt, eine Korrektur ist durchaus mal möglich und die kann gehen hier bis zu dieser 20-Tage-Linie, die sehr steil abfällt. Die verliert also jeden Tag ein paar Cent. Das muss man in einer Woche, wird die wahrscheinlich dann hier unten sein. Das habe ich jetzt nicht nachgerechnet. Aber wer sowas kaufen will, bitte nur mit Kleingeld oder sagen wir mal ein Fünftel dessen, was man normalerweise nimmt. Ich nenne sowas Schnüffelstücke, um mal reinzuriechen.
Ich habe hier nirgendwo den Hauch eines Stabilisierungspunktes. Irgendwo. Und das ist schon bitter. Das ist wirklich bitter. Ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch ist denn eigentlich die Kapitalisierung von der? 187,79 Millionen. Das heißt, die waren also neulich schon mal 187 ein paar Millionen mehr wert. Also es ist nicht meine Sache, dass es, ich halte das für hochspekulativ, wer hier kauft, bitte auch mal einen Stop in Erwägung ziehen oder bitte nur mit Geld, was Ihnen dann vielleicht das Mittagessen dann da bringt, wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Dann haben wir, und ich liege sensationell in der Zeit, dann haben wir die VW. Die VW, das ist der Tagesschart, wunderbar, das nehme ich immer raus. So, da habe ich auch schon mal die Fibos gemacht. Was fällt mir zu VW ein? VW, die Quartalszahlen sind am 30.10., also es sind noch ganze 20 Tage. Ich meine zu bemerken, dass alle möglichen Händler momentan alle möglichen Angebote machen, also mit Mini-Finanzierung und so weiter. Also die geben sich schon Mühe, wieder da mehr zu verkaufen. Natürlich hängt immer dieses Damoklesschwert, Zoll und Trump und Amerika hängt auch über VW drüber. Aber ich habe in letzter Zeit nicht mehr so oft die VW in kritischer Presse gesehen. Also, dass da nochmal irgendwie Dieselgate, die 27. kommt. Das finde ich eigentlich grundsätzlich ganz gut. Das Interessante, was ich jetzt hierbei fand, ist diese letzte Bewegung. Und wenn VW sich einmal, das ist hier perfektes Beispiel für Bewegungshandel. Ja, also wirklich besser geht's nicht. Ja. Wenn Sie diesen Wert entweder hier gekauft haben, haben Sie ihn locker mit hochnehmen können. Oder Sie haben vielleicht aufgrund von Trends oder Bändern oder was auch immer für eine Technik Sie benutzen, sind hier irgendwo reingegangen. Ja, Sie können den Stop immer unter die Kerze legen und Sie nehmen das Ding ganz mit. Wenn VW, und dafür liebe ich Sie, wenn VW sich einmal in Bewegung setzt, dann bis dieses Big Ship bremst, das dauert. Ja, gilt natürlich auch nach unten, ganz klar. Aber das ist der klassische Einwand hier für Bewegungshandel. Das hätte wunderbar geklappt. Haben von der letzten Bewegung heute hier und jetzt, was haben wir denn heute? Dann haben wir den Mittwoch, den 10., sind die genau bis auf 61,8er Retracement gefallen. Das ist soweit in Ordnung. Das verbindet sich hier mit dem unteren Band. Das heißt, es entsteht ein sogenannter Haufen, ein Cluster. Die nächste Unterstützung ist nur noch 3 € entfernt, ist aber 140. Das war dieser Ausbruch, den wir hier hatten. Wir sind drüber. Und dann dementsprechend ging es hoch. Die Technik ist schon tiefer. Sie sehen auch hier, dass die moderne Sichtweise gibt, also spätestens hier, das ist ein Histogramm kleiner, hier ist es das zweite, gibt dann hier schon die Verkaufssignale. Und die traditionelle Sichtweise, ja, was Abel und Hilscher seinerzeit erfunden haben, also die Berechnung von diesen drei verschiedenen exponentiell gleitenden Durchschnitt, die gibt es erst hier, da irgendwo gibt es das eine, also wesentlich später. Und die Stochastik, und wenn man beides miteinander verbindet, komme ich hier fast auf den Hochpunkt, komme ich raus und kann dann dementsprechend den Weg nach unten genießen, egal ob ich short bin oder vielleicht meinen Long verkauft habe. Ja. Auch hier wieder, dass der Bewegung entgegengesetzte Band, das untere, ändert die Richtung, seitwärts oder Korrektur. Diese Bänder sind eine Riesenhilfe. Viele Leute schauen nicht drauf, ich kann es verstehen, aber ich bin Optionshändler, überwiegend Optionshändler, ich schaue da jeden Tag drauf. Also von daher sage ich mal, die VW haben insgesamt hier schon eine ganz gute Unterstützung und ich fand, die haben sich ja heute nicht so schlecht behauptet in dem Gesamtmarkt. Und vor dem Hintergrund, das wäre jetzt für mich kein nennenswerter Short mehr, weil ich das Risiko nur so bis hier ungefähr 134 sehe. Na gut, es sind 10 €, das sind weniger als 10%, man kann das probieren. Jetzt schaue ich auf die Uhr. Wir haben 18:55 Uhr, das heißt, ich bin jetzt also schon mal so 5 Minuten schneller als gedacht. Edda, was hältst du davon, wenn ich jetzt der Wir haben DAX hier jetzt noch eine Frage, weil hier jemand die Telekom vermisst hat. die Telekom. Ja. Die Telekom, das ist richtig, die hatte ich eigentlich auf die Liste gesetzt. Wieso habe ich die denn hier Genau, nicht? deswegen habe ich ja auch jetzt nochmal nachgefragt. Unfassbar, ich mache hier sofort die Telekom. Das habe ich total. Tut mir wirklich furchtbar leid. Moment, machen wir die Telekom. Ich glaube, da waren heute mal ein paar Leute glücklich. Ich habe auch diese gefärbte Linie habe ich auch heute Morgen gemacht. Da waren die also noch irgendwo so hier, so um die ein bisschen über 14. Es ist mir aufgefallen, dass heute
Der gesamte Telekommunikationssektor, also europaweit, Orange, ja, Telefonica und so, die sind halt alle gut gelaufen. Das sieht für mich nach so einer Art Pan-European Order aus. Ich weiß nicht, was der Hintergrund ist. Ich habe sonst jetzt nichts anderes gefunden. Ich habe jetzt eigentlich auch seit 2 Stunden da nicht mehr reingeschaut. Die sind sehr schön heute gelaufen, also wirklich und vor allen Dingen extrem gegen den Markt. Ja, also das haben sie wirklich gut gemacht. Grundsätzlich finde ich ja Telekom eher einen ziemlich langweiligen Wert. Ist also auch eher so ein Dividendenpapier. Aber wenn sich ein Wert in diesem Marktumfeld so davon absetzt, dann kommt da, kommt da auf jeden Fall mehr. Das ist keine Eintagsfliege. Also würde mich sehr wundern, wenn die jetzt morgen nochmal hier deutlich herunterkommen. Die gleitenden Durchschnitte drehen nach oben. Wir haben das obere Band überboten. Wir sind an dem kleinen Widerstand von, das ist 14,35, sind wir gewesen, haben es jetzt heute mal nicht geschafft. Aber das ist der nächste Punkt. Wenn der mit Schlusskurs überboten wird, ist es erstmal 15. Das klingt jetzt nicht so besonders viel, aber das sind auch schon ein paar Prozent. Unterstützung haben wir hier ganz knapp unter 13,50 im Bereich 13,40. Die Technik ist völlig in Ordnung, kann man gar nichts sagen. Auch hier von der Stochastik her, vom Oszillator, ist es in Ordnung. Also für mich sind die entscheidenden Punkte hier 14,40 Schlusskurs, dann 15 und dann sogar schon 15,70. Aber wie gesagt, ich habe es nicht rausbekommen, warum jetzt also der gesamte europäische Sektor da gekauft wurde, aber ich war jetzt seit 2 Stunden nicht mehr drin. Das ist die wöchentliche Technik. Eine Kerze, eine Woche. Hat auch hier im neutralen Bereich, auf den ich nicht so achte, ich stehe eher auf sowas hier, überkaufte Bereiche, 18, 80 und dann geht's runter. Oder hier unten runter, wenn es unter der 20 ist, dann geht hoch. Aber das ist der völlig neutrale Bereich. MACD ist auch in Ordnung. Auf das MACD schaue ich nicht zu viel, weil wir hier letztendlich eine Seitwärtsbewegung haben. Ja. Auch hier wieder das der Bewegung entgegengesetzte Band, ändert die Richtung seitwärts oder leichte Korrektur, aber dieser Impuls ist dann zumindest erstmal fertig. Das kann man also sehen, wie man will. Es ist auf jeden Fall eine Riesenhilfe. Ich gucke mal gerade eben hier, sehen wir das auch nochmal, dass der Bewegung entgegengesetzte Band und die Telekom kann solche Bewegungen machen. Ja, hier 10 auf 16, das sind gerade mal 16 Wochen ungefähr. Das kann die machen. Ja, das war die Geschichte mit Sprint. Und momentan guckt keiner, also das ist völlig weg. Ja, aber das war seinerzeit Sprint, kann ich mich noch daran erinnern, vor ungefähr einem Jahr. Das heißt, für mich sind die Bänder auch sehr eng und wir sind am oberen Wochenband und wir sind sogar schon über dem Tagesband. Das sieht momentan gar nicht so schlecht aus. Ich kann Ihnen jetzt hier nochmal einen Trend reinlegen, weil ich weiß, viele gucken auch auf diese Trends sehr gerne. Und dann sind wir auch aus diesem, ich könnte sogar noch höher nehmen, aus diesem Trend auch raus. Das heißt, eine Telekom ist momentan für mich kein Short. Ob man sie long geht, ist eine andere Geschichte. Ich finde sie persönlich zu langweilig. Da gibt es also andere Sachen, die sind interessanter. Aber ja, das sieht grundsätzlich ganz gut aus. Here we go. 18,59. Unglaublich. Das ist der Preuß in mir. Dann gibt es noch eine Rückfrage nach der Six. Und zwar dann ein Doppeltop. Ob du ein Doppeltop siehst, vermute ich jetzt mal als Fragestellung. Moment, Sixt. Ja, Moment, das ist die Woche. Das müssen wir am Tag machen. Das ist besser. Ja, das ist schon eins. Ein Doppeltop zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass es also exakt das gleiche Niveau sein muss. Für mich ist da immer der Toleranzbereich immer so 1,5 bis 2%. Das ist definitiv, gilt das schon als Doppeltop. Wir haben hier zwei umgekehrte Umbrella-Dojis, das sind also die kleinen Brüder von den Shooting-Stars, das sind also nicht die negativsten, aber die zweitnegativsten Signale hier, das gibt es also auch umgekehrt nach oben als Umbrella-Doji nach oben. Ja, das ist, kann man schon so sagen, es ist ein Doppeltop. Wie auch immer, dieser Bereich um 120 ist definitiv eine Befreiung für den Wert nach oben in diese sogenannten Uncharted Territories der schönsten Welt für alle Analysten, wo es keine Punkte gibt, an die man sich nennenswert halten kann. Ja, es ist ein Doppeltop. Was hast du sonst noch? Habe ich hier noch eine Frage? Ich vermute mal, die bezieht sich auf deine Kommentare zur Telekom. Was wäre denn interessant aktuell aus deiner Sicht? In Telekom? Nee, andere Aktie. Also ich verstehe das so, was wäre denn eine Alternative, weil du ja die Telekom nicht interessant findest? Nein, ich persönlich finde die Telekom nicht interessant, weil die ist so langsam. Das ist, da bitzelt es nicht. Ja? Die braucht manchmal Tage, um stärker zu steigen. Diese Bewegungen hier sind extrem selten. Was gibt's für andere Aktien? Ich meine, wir haben 10.300 Stück. Ich wollte jetzt eigentlich wirklich nur auf die eingehen, die Sie sich gewünscht haben und ihr keine eigenen Interpretationen machen.
Ich möchte sagen, dass der Gesamtmarkt, der hat schon einen Schuss weg und wir stehen vor ein paar Wochen haben oder in ein paar Wochen haben wir diese Interims-Elections in Amerika. Das wird uns noch eine ganze Zeit lang beschäftigen. Ich glaube, dass insgesamt die Volatilität für die Märkte steigen wird. Halte mich ja momentan persönlich mit Investments eher zurück. Also ich habe einen Cashgrad von ungefähr 80%. Da gibt es einige Aktien, die ich habe, ja, beziehungsweise Derivate auf diese Aktien, aber das möchte ich, weil sonst bekomme ich ein Problem mit diesem Paragraph 89 BPHG. Das möchte ich jetzt hier momentan, das kann ich nicht sagen, kann ich nicht machen. Die ist nicht uninteressant, nur für mich als Optionshändler, für mich als professioneller Händler, der auch gerne mal schnelle Bewegungen macht, ist sie zu langsam, aber gar keine Frage, wenn einer ein View hat auf 4, 6, 8 Wochen oder sogar vielleicht ein Jahr, ist das hier heute hier und jetzt wahrscheinlich eine der interessanteren Aktien. Ja, weil nochmal, wenn sich eine Aktie so gegen den Trend stellt, dann steckt da auch ein bisschen was dahinter. Dann haben wir noch eine relativ komplexe Frage vom Anfang. Da würde ich vorschlagen, dass wir die im Nachgang beantworten. Das ist sehr kompliziert. Also ich glaube, ich bin noch gar nicht mal in der Lage, die fehlerfrei vorzulesen. Und zum Abschluss noch eine Bitte um eine Einzelwertanalyse. Möchtest du angesichts der Zeit noch einen machen, Christian, oder Ja, klar. Aextron, also was Großes? Extra, Moment, was mache ich denn hier rein? Extra was Großes. Ja, also nochmal, das ist, ich mag das sehr, diese Analysen, und ich habe mich sehr gefreut, dass Sie so viele Aktien geschickt haben. Ich musste manche von vornherein rausschmeißen, Aiden zum Beispiel, ja, weil die sind einfach zu, die sind so frisch, die sind ja, glaube ich, erst der 13. Juni, da kann ich als technischer Analyst gar nichts sagen. Extra, hier. Ja. Jetzt müsste sie hier irgendwo sein. Moment. Andersrum. Extron. Here we go. Habe ich schon lange nicht mehr drauf geschaut, muss ich ehrlich sagen. Ach so, und noch eins wollte ich sagen, bevor ich gleich mich zu Extron ändere. Da waren ganz viele Aktien dabei, die haben eine Börsenkapitalisierung von weniger als 100 Millionen Euro. Meiner Meinung nach geht eine mathematisch-technische Analyse, und das haben wir hier, geht nicht auf so kleine Werte. Und deswegen habe ich die habe ich also dann auch aussortiert. Ja, und dann habe ich halt jene genommen, die Sie gerade eben gehört haben, die alle wenigstens 3 bis 4 Mal irgendwo geklickt wurden oder nachgefragt wurden. Es mag sein, dass ich den einen oder anderen übersehen habe, aber jetzt gucken wir halt mal auf Aextron. Ich bin ja froh, dass Sie mich nach Tesla fragen oder Wirecard. Aber Wirecard habe ich einen Film gemacht auf YouTube. Der ist jetzt, glaube ich, 4 Wochen alt. Das war der Moment, in dem Sie in den in den DAX kam, habe ich gesagt, jetzt werden Sie mehr beobachtet, als Kim Kardashian Follower hat auf Instagram. Und das ist nie gut für eine Aktie. So, tja, was macht der Extron? Also fangen wir mal an, das einzugreifen. Fangen wir mal mit dem Trend hier an. Ganz klarer Downtrend, muss ich keinem erklären, sieht jeder. Das ist ein sehr schöner Downtrend hier, also diese Linie hier, weil sie oftmals bestätigt wurde. Ja. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Das heißt, die genießt auf jeden Fall mehr Vertrauen. Das ist eine List, eine Linie, auf die man mehr schaut. Ich lege mir bei sowas dann immer ganz gern einen Alarm. Zack. Jetzt habe ich den Alarm und ich werde informiert, wenn diese Aktie da drüber geht. Und dieser Alarm ist intelligent, der fällt also mit runter, der ist jetzt nicht statisch da oben, weil das ist das dann 10,60. Wir sind hier unter dieses doch recht wichtige Niveau gefallen. Das haben wir also jetzt seit dem 1.9. letzten Jahres haben wir es gehabt, diesen Bereich um die 10. Ja, der wurde oftmals getestet, hier waren wir auch gleich dran, der war auch wieder dran, nochmal dran, dann sind wir durch. Das heißt, da ist es vom Chart hier nicht ganz so toll. Wir haben eine insgesamt sehr negative Technik, sowohl von der, na, nicht sehr negativ, darf ich nicht sagen. Wir haben eine negative Technik vom MACD, aber auch von dem Oszillator her ist das nicht so besonders schön. Jetzt gucke ich gerade mal, wo die nächsten Unterstützungen liegen. Dann haben wir hier einmal die 8,34. Ja. Sie sehen, das Trend, denken Sie mal, diesen Trendhandel, er geht hoch, er korrigiert, er überbietet und dann akzeleriert oftmals. Und es kommen drei Gruppen rein. Die einen waren Short, schließen den Short, die anderen sehen das als Kaufsignal, kaufen Long und andere, die vielleicht schon von hier Long sind, werden nochmal bestätigt und kaufen auch nochmal Long. Deswegen kommt dann oftmals so eine Akzeleration hier rein. So, da sind wir im Bereich 8,34. Da sind wir also ganz knapp davor. Hier ist noch kein Stabilisierungsansicht. Ich gucke ganz kurz Ansatz. Ich guck mal ganz kurz in die Woche. Die Woche. Ja. Die Woche ist schon verführerisch tief. Das muss ich sagen. Das ist hier schon sehr tief. Beides, sowohl der Trendfolger als auch der Oszillator. Und jetzt lege ich hier nochmal eins drauf. Und zwar hier nochmal die Fibos, mit denen jeder Robo-Trade ist gefüttert mit den Fibos.
Aber wir sind also hier schon, wir sind hier schon unter dem 61er. Das heißt, dieser Bereich, hier sieht man also besser, warum die 834 für mich eine Unterstützung ist, drangelaufen, Korrektur drüber gelaufen, kommt auch von hier hinten. Also dieser Bereich zwischen 8,20 und 8,35 ist für mich schon eine ganz, schon wichtige Unterstützung. Aber dann geht es erst weiter unter der 8 hier, das ist die 200-Wochen-Linie, so, und dieser Bereich hier. Also, das wäre für mich zum Kaufen zu früh, zum Fixen zu, zum Short gehen zu spät. Das ist momentan, da muss ich erstmal auf bessere Signale warten, bis sich da wieder irgendwie ein Impuls in die eine oder andere Richtung löst. Aber im Moment ist das nichts, wo ich etwas investieren würde. Das ist einfach noch zu weich hier nach unten. Noch kein Stabilisierungs. Wenn sich das ein Stabilisierungsansatz, wenn sich das hier stabilisiert, dann bin ich da ein bisschen eher dabei. So. Dann sind wir auch am Ende mit unseren Fragen, also die Fragen, die bislang eingetroffen sind. Vielen, vielen Dank, Christian, für dieses echt interessante Webinar und ganz schön ausdauernd. Wir hatten auch sehr, sehr viele Teilnehmer. Wie immer bei uns bekommen alle registrierten Teilnehmer im Nachgang die Aufzeichnung zugeschickt und die Präsentation. Und dann übergebe ich an dich für die Verabschiedung, Christian, und ich bedanke mich bei allen Interessierten hier. Das freut mich sehr. Also ich hoffe, Ihnen hat Spaß gemacht. Ich möchte Sie um Folgendes bitten. Und zwar, hier bekommen Sie von mir zwei E-Mails genannt. Sie können natürlich das Feedback jetzt hier irgendwo reinschreiben, aber entweder eine Mail an die Frau Vogt oder an mich. Die Idee, die Frau Vogt und ich haben, ist, dass wir bei den verschiedenen Börsentagen, da gibt es ja genügend, da gibt es München und Hamburg und Berlin, dass wir da auch mal hingehen seitens der Frankfurter Börse und machen das, was wir gerade eben gemacht haben, als so eine Art Stegreifanalyse. Was uns interessiert ist, ob Sie an sowas Interesse haben. Da müssen Sie also nicht vorher die Werte sagen, sondern das machen wir dann wirklich an den Ständen von der Messe. Ob Sie da Interesse haben, so etwas zu machen. Wir sind aber auch sehr daran interessiert, hier nochmal an die Teilnehmer nochmal eine Null dran zu packen, dass wir dann noch mehr kriegen. Was können wir verbessern, verändern, optimieren? Lassen Sie uns das einfach wissen und ich hoffe, wir sehen uns in 4 Wochen wieder. Da sind also, dann ist das Bollinger Band dran und das ist wirklich spannend. Ich habe ja gerade eben schon das eine oder andere davon erzählt. Das ist für mich eine Riesenhilfe. Und dann wünsche ich Ihnen ansonsten einen wunderschönen Abend. Ich habe noch nicht mal die Krawatte gelockert. Das hätte ich ja nicht mal machen sollen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und dir Edda auch und auch nach Kulmbach. Beste Grüße und vor dem Hintergrund schalte ich mich jetzt weg. Alles Gute. Schönen Abend Wiederschauen. an alle. Tschüss. Ciao, ciao.